damit ein herzliches Willkommen an alle PlayerGaddon-Hipsters da draußen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit Mini Thomas und PlayerGaddon. In der heutigen Folge stehen wieder Besucher an. Ich habe mir auch schon hier fleißig alle aufgeschrieben. Es sind genau 1, 2, 3, 4, die besucht werden wollen. Und ich würde auch mal sagen, ich cutte mal die Clansuche weg. Lenny hat mir den Tipp gegeben. Hätte ich auch früher machen können, da es nicht so langweilig wird. Und dann bis gleich. So, der erste, der besucht werden wollte, ist Adopted. Ja, Abu aus Adopted. Wir haben ihn schon mal besucht, aber das ist schon länger her. Ich habe auch nichts dagegen, manche Personen zweimal zu besuchen. Aber die Zeitspanne muss dann ein bisschen länger sein, damit es sich auch lohnt, damit man auch einen Fortschritt im Dorf sieht. Okay, er sieht jetzt ein bisschen zerstört aus. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Clanburg Mitte 4, Magierturm Level 6, Magierturm Level 6, der andere wird wahrscheinlich hier stehen, etwas weit außen, aber hier schützen ja Elixiersammler etwas den Magierturm. Elixierlager, Luftabwehr und die wird wahrscheinlich irgendwo hier stehen. Nein, oh hier. Ja, da ist hier ein freier Bereich, wo die Luftabwehr nicht rankommt. Da müsste man sich was Neues überlegen, oder? Du packst da alle Luftminen und suchen eine Luftminen hin, was sinnvoll wäre. Deine Goldlager stehen etwas weit außen. Das ist jetzt ein Problem bei der Base, aber wenn du nicht auf Goldjagd bist, macht das auch keinen großen Unterschied. Deine Elixierlager, wo standen die? Die stehen weiter innen. Anscheinend brauchst du gerade Elixier. Wir gucken mal in dein Spielerprofil. Wobei, Barbarenkönig schon auf 9 und deine... Ja, für den Packer willst du eventuell sparen, ne? Ja, für den Packer könntest du noch auf Max machen. Aber ist ja auch optional. Ich habe auch den Packer erst auf Ratus Level 9 auf 3 gemacht. So. Von den Mauern her. Die Mitte hast du schon fertig. Und hier im weiteren Kreis die Verteidigungsgebäude scheinen auf Max zu sein. Ja, die sind alle auf Max. Ja, sieht doch ganz nice aus in deinem Dorf. Elixiersammler und Goldminen sind auch schon auf Max. Der dunkle Bohrer ist auch schon auf Max. Was etwas länger nicht mehr online, aber das stört ja nicht. Sonst Level 91, Ratus Level 9. Top, mach weiter so. So, der nächste, der besucht werden wollte, ist der Driver Place aus dem Clan Nexus Reborn. Driver Place, auf dem dritten Platz, Gold Liga 2, Level 86, wahrscheinlich Ratus Level 8. Ne, 9. Hab mich geirrt, sorry. So. Zu früh hochgegangen, würde ich nicht ganz behaupten. Die Mauern auf 7 sind schon okay. Nur die einige Verteidigungsgebäude sind halt noch nicht auf deinem Rathaus entsprechend. Das Level 1 Luftabwehr machst du gerade auf 5. Die hast du neu dazu bekommen. Ein X-Bomb machst du... Alter, du machst schon beide X-Bombs auf 2, okay. Ich hätte davor lieber die Magiertürme auf 6 gemacht. Die beiden hier. Also was ich dir empfehlen würde, als nächstes die Magiertürme hochzumachen, dann die Minenwerfer eventuell schon auf 7, wenn du das nötige Gold natürlich hast. Und dann die Kanonen auf 10 und die Bogenschützentürme auch auf 10. Sonst scheint eigentlich alles relativ nice zu sein. Naja, die Mauern, da kannst du ja auch ein bisschen Zeit lassen, hab ich auch getan. Ich habe bis jetzt noch nicht alle auf 8, aber ja, ich mache erstmal die Verteidigungsgebäude auf Max. Ich muss dann noch Magiertürme und X-Bows machen. Sonst, ja, würde ich dir empfehlen, irgendwann die Mauern abzugraden. In der Mitte hast du schon angefangen, eine hast du sogar schon auf 9. Deine Truppenbarbaren hast schon auf 6, Riesen auf 6. Joa, ist alles in Ordnung. Also du kannst demnächst mal die Bogenschützen upgraden, aber wenn du die nicht oft benutzt, dann ist es ja auch nicht so wichtig. Anscheinend hast du gerade einen Clankrieg, da du mit Only Drachen angreist, ja. Zauberspruchfabrik ist das auch voll. Wahrscheinlich habt ihr gerade einen Clankrieg, wäre logisch. Dein Clan hat ja auch schon 23 gewonnene Clankriege. Wir haben bis jetzt 5 und der 6. steht vor der Tür, kann ich nur so sagen. Aber ob wir wirklich gewinnen, das hängt jetzt von der Schlussoffensive bei uns an. Sonst, wie gesagt, die Base ist relativ gut von der Aufstellung her. Die Magiertürme decken jeweils 2 Lager ab. Die Minenwerfer stehen im Viereck. Die Base ist eigentlich relativ nice, finde ich. Hat auch einen leichten Trap-Effekt. Hier zum Beispiel. Da werden Bomben und so stehen, wo die Riesen direkt hinlaufen. Ist zwar etwas teuer, aber wenn man das nötige Gold hat, dann kann man sich ja gönnen. Aber sonst, mach weiter so vom Upgrade-Status her. Die Aufstellung gefällt mir wirklich gut, was ich nicht oft behaupten kann. Und ja, ist doch nice. Der nächste, der besucht werden wollte, ist Mika KP Polska. Polska. Ich mag es einfach nur, sowas witzig auszusprechen. Ah, letzter Platz, bist am Farm, Level 60, Bronze Liga 1, Bronze.
Hast schon beinahe alles auf Max. Wie es scheint, Minenwerfer sind auf Max, stehen perfekt im Dreieck. Die Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab, sind auf Level 4. Sau auf Max. Bogenschützentürme auf 8. Luftabwehrung auf 5. Das dunkle Lager ist schön geschützt in der Mitte. Boah. Alter, Barbarenkönig schon auf 5, auf das Maximum. Hast deine Schweinereiter schon auf 2? Nee, die kannst du noch machen. Aber sonst scheinen deine Truppen beinahe alle auf Max zu sein. Kannst du nur noch die Goblins machen und die Heiler, aber... Wenn wir ehrlich sind, wer benutzt die schon? Also, am Anfang, ja, Anfänger benutzen die recht häufig, aber nachher benutzt man nur noch beinahe Barge fürs Farm. Deine Clanburg ist mittig, aber hier scheint doch irgendwie, wenn man dich angreift, das Leere zu sein. Naja, das sind wahrscheinlich Bomben und Teslen und so. Kannst du noch ein paar Mauern aus 7 machen? Deine Goldminen gradest du gerade ab. Gehen ja bis auf 10 auf deinem Level, oder? Oder auf 11? Ne, die gehen sogar bis auf 11, ja. Naja, aber komm. So wichtig sind die nicht, aber wenn man die auf das Maximum hat, dann bringen die in der Nacht schon relativ viel, ne? Und der Bohrer ist auch schon auf 3. Also in einer Nacht 540 Dunkles immer. Im dunklen Lager hast du momentan 18.000. Seine Lakaien sind schon auf 2. Kannst du nicht mehr upgraden und die Schweinereiter könntest du dann noch demnächst upgraden. Ich glaube, das wirst du auch tun. Dann kannst du nichts mehr mit dem Dunklen machen. Also musst du bald schon hochgehen. Gezwungenermaßen. Aber gerade machst du was im Labor. Vielleicht die Goblins oder die Heiler? Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Der nächste, der besucht werden wollte, ist Sunny Elite. Ja, in den Clan. Er ist in den Clan Sunny Elite und heißt Gronk. Vielleicht der echte Gronk? Wer weiß. Okay, Rates Level 8 Farming, Trophy Base, Entschuldigung. Das Goldlager steht da draußen, was das für einen Sinn haben soll, keine Ahnung. Das Goldlager wird wahrscheinlich da stehen, aber du willst gerade so eine Trap Base testen, anscheinend ist... Ja, das Rathaus bekommt man aber trotzdem, wenn man richtig angreift. Man muss nur eine Queen und einen Helden, also einen Barbarenkönig dabei haben, aber wenn man nur einen Barbarenkönig hat. Und Bartstruppen, dann sieht das schon schlecht aus, da wahrscheinlich da sehr viele Riesenbomben sind. Aber wenn man einen Barbaren oder Bogenschützen da reinsetzt, sind wahrscheinlich schon ein, zwei Riesenbomben, wenn da wirklich so viele Riesenbomben stehen sollten, ausgenockt. Und das wird teuer und ist nicht ganz so effektiv, deswegen würde ich das Goldlager wieder reinstellen. Aber ist ja deine Entscheidung. Anscheinend sammelst du auch gerade Pokale, da du in Goldliga 1 bist. Deine Minenwerfer stehen so im Trapez, würde ich sagen. Das ist so eine Trapezform, ja. Sind auf Max, Kanonen sind alle auf Level 10, sind auch auf Max. Deine Goldlager sind auf Level 11. Magiertürme auf Level 5, die kannst du doch auf 6 machen, aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. In der Mitte musst du auch noch ein paar Mauern auf 7 machen. Aber ich würde dir wirklich empfehlen, zieh die Mauern wirklich auf 8 durch. Denn ich habe es damals nicht getan und ich bereue es jetzt. Es sei denn, dein Spielspaß geht weg, dann würde ich dir wirklich empfehlen, das Rathaus hochzumachen. Denn das Wichtigste an dem Spiel ist ja, dass man Spaß hat und man sollte nicht so sehr auf die Meinung anderer hören. Auch wenn ich mehr Erfahrung in dem Spiel habe. Nein, kann ja auch sein, dass es nur ein zweiter Account ist oder so. Kannst du mir auch mal in die Kommentare schreiben. Von der Aufstellung her, der Magierturm ist etwas weit außen, aber das ist ja nicht allzu schlimm, da ja da ein paar Sammler, naja, zwei Sammler und eine Mine steht, die ein bisschen schützen sollen. Aber wenn er mit Riesen angreift und zwei Mauerbrechern, dann sieht der Magierturm schon alt aus. Die Clanburg ist etwas weit... Wobei, die Clanburg könntest du auch da reinstellen und da halt... Nee, drei Lager ist gefährlich. Aber wie heißt es so schön? No risk, no fun. Ja, sonst ist die Base eigentlich vom Upgrade-Status her relativ gut. Deine Luftabwehr kannst du noch auf 6 machen, aber das ist nicht allzu wichtig. Ist optional, würde ich sagen, aber deine Bogenschützentürme und die Magiertürme müssen unbedingt noch auf das Maximum, also noch ein Level höher. Dann sieht die Base doch schon schön aus. Und ja, dann würde ich auch sagen... Wir neigen uns langsam zum Schluss der Folge zu. Ach ja, ich musste gestern extra die Sammler boosten, weil... Ja, Freitag eine besondere Folge kommt. Wir haben heute Mittwoch um 10.40 Uhr. Also ihr könnt schon mal euch auf Freitag freuen. Im Übrigen habe ich meinen Barbarenkönig gestartet auf Level 11. Ja, ist nichts Besonderes auf Level 11, aber... Ja. Meine Bogenschützenkönigin ist auch auf 10. Das ist richtig heavy. 55.000 kostet die also auf 11, okay. Wie man noch sieht, 4 Bogenschützentürme habe ich schon auf 11 und ja, die 2 werden noch gemacht, dann muss ich nur noch die Magiertürme hochbringen und die X-Bows.
Dann habe ich alles auf Max und kann mich nur noch auf Mauern konzentrieren. Ja, das wird ewig dauern, bis die alle auf 10 sind. 1 bis 2 Jahre bestimmt. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.